Lust auf ein gesundes Eis aus nur zwei Zutaten? Dann musst du mein Mango-Eis unbedingt mal ausprobieren. Es ist wirklich super einfach zuzubereiten. Du brauchst nur gefrorene Mango und ein bisschen Milch deiner Wahl. Ich habe hier in dem Beispiel jetzt Mandelmilch oder Kokosmilch verwendet. Das passt beides sehr gut und dann ist die Eiscreme auch noch vegan dazu. Es ist eine coole Alternative zur klassischen Eiscreme, die mit Banane gemacht wird. Also falls du kein Bananenfan bist, dann musst du diese Eiscreme unbedingt mal ausprobieren. Die ist auf jeden Fall genauso cremig und süß wie die aus Banane und einfach super fruchtig und lecker, also perfekt für den Sommer. Die Mango wird ein bisschen hart beim Einfrieren, das heißt, du brauchst ein bisschen länger, die fein zu kriegen und vielleicht musst du ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu geben, damit es schön cremig wird. Aber dann siehst du, wie geil die auf jeden Fall wird, richtig cremig und fruchtig. Und dazu passen so ein paar Früchte oder ein paar Schokotrops kannst du dazu servieren. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und lass mich unbedingt wissen, wie es dir geschmeckt hat. Lass dafür gerne einen Kommentar unter diesem Video da oder ein Like und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr gesunde und einfache Rezepte.